Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich gerne dieses Stanzenset testen. Testen, ausprobieren, wie auch immer. Ich freue mich drauf. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich hatte es mir letztens irgendwann bestellt. Video zu dem Haul verlinke ich euch ganz am Ende wieder. Und ja, ich würde sagen, wir packen das erstmal gemeinsam aus. Das ist wieder eine Tim Holtz Stanze. Ich mag halt Tim Holtz Stanze. Frag mich nicht, warum. Hier steht wieder das Übliche drauf. Also da ist jetzt nichts Neues. Ich mache das ja immer so, dass ich das dann hier abtrenne. Das hier brauche ich definitiv gar nicht mehr. Und dann packe ich das jetzt hier gleich mit rein. Aber hier gucken wir erstmal, ob alles drin ist. So, sprich 12 Dice müssen drin sein. Das kommt dann hier einfach rein. Das finde ich ganz schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, fantastisch. So, ich nehme das nochmal raus. Das ist so ein bisschen milchig. Ich glaube, an der Kamera ist das nicht so gut. Lassen wir das mal so. Und zwar ist es ja so, wenn ich das richtig gesehen habe, dass jedes immer paarweise ist. Das heißt, ich habe ein etwas größeres und dazu ein etwas kleineres. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Das sortiere ich mir mal. Yay. So. Du gehörst... Moment. Das gehört dorthin. Das gehört hierhin. Und das gehört hier, ne? Ja, so. Okay. Das habe ich einmal. Das Schöne daran ist, das sind so schöne kleine. Da kann ich auf jeden Fall... Ich habe mir hier nämlich mal ein paar Papierreste hergeholt, beziehungsweise auch ganz bewusst diese Reste. Die sind ja aus diesem Vintage-Album und ich hatte damit irgendwo Tags gemacht. Die liegen da hinten jetzt nicht mehr, aber da hatte ich Tags mitgemacht und da will ich mal gucken, dass wir da auch auf jeden Fall so zwei, drei mitmachen. Ich habe teergefärbtes Papier. Dann, das ist aus dem Action-Block, glaube ich. Das hier habe ich... Das ist mein Vintage-Papier, das ich so sehr liebe. Das kann man echt so sagen. Das hier ist auf einer Buchseite aufgeklebte Serviette. Hier ist nochmal Vintage-Papier und das ist aus irgendeinem Action-Block. Aber da fragt mich nicht mehr welcher. Der war, glaube ich, aus... Die sind, glaube ich, vom Good Morning-Block. Genau. So, haben wir das auch geklärt. Ich mache das Ganze natürlich wieder mit meiner wunderbaren Sidekick. Ich habe mich ja auch in sie sehr verliebt, aber damit das auch funktioniert, brauche ich ein Glasbrettchen. Braucht man in der Regel nicht, man kann es auf dem Tisch festmachen. Aber da ich diese Matte hier habe, geht das leider nicht und mit diesem Glasbrett hält das wunderbar. So, okay, fangen wir einfach mal an. Ein Set mache ich mit euch zusammen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das hier vorne, das machen wir zusammen. Ich schiebe das mal alles so ein bisschen zur Seite. So, dann schiebe ich das nämlich ein bisschen höher und dann gucken wir mal. Ja, eigentlich, ne, hätte ich schon ganz gerne das hier. Da würde ich das so machen, den größeren Part machen wir mit den Teegetränken, gefärbten, wie auch immer, Papier. Brauche ich einen... Nein, wir brauchen jetzt keinen Washi, oder? Gleich vielleicht, wir gucken mal. Wir machen erstmal den einen zusammen. Bei den anderen gucke ich gleich einfach so und dann einmal hier durch, ganz easy, fluckig, so. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut und jetzt möchte ich gerne den kleinen, den machen wir auch noch gemeinsam, nehmen wir das hier. Ich hätte gern Blümchen auf jeden Fall, eigentlich ist es egal, so ein bisschen von allem eigentlich. Du bist ein bisschen zu breit, das geht gar nicht. Guck mal an. Dann schnibbel ich das so ab. Lege das so rein. Lege dich dann so darüber. So. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, schauen wir uns das auch an. Jetzt ist es ein bisschen verrutscht. Ja, mei, dann brauchen wir doch gleich Washi. Ist vielleicht besser. So, einmal durch. Ein Stück. Und dann haben wir es da schon. Ja, das ist dann die Kombination von den beiden. Finde ich sehr cool. Okay, ich würde sagen, ich lasse euch das im Schnelldurchlauf laufen vielleicht.
Ist ein bisschen viel. So zwei, drei lasse ich euch im Schnelldurchlauf laufen und dann hören wir uns gleich wieder und dann gucken wir mal, was wir machen damit. Ausstands bin ich fertig. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich finde, das sieht sehr süß aus. Die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Die kommen jetzt erstmal hier rein, damit ich die nicht verliere. Ausgestanzt habe ich alles, ja. Und ich finde das so praktisch, dass da so Hüllen mit bei sind. Ich packe das immer in diesen... ich zeige euch das mal. So, ich habe diese Stanzen von Tim Holz, also aber auch nur die Stanzen von Tim Holz in so einem, ja, das Teil, das kennt ihr schon von meinem Adventskalender. Und hier passen auch wunderbar die Stanzen von Tim Holz rein. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Irgendwie fand ich, passt das wunderbar zusammen. Das habe ich mir irgendwann mal bei Amazon bestellt und die werden dann auch hier ihren Platz finden. Meistens ist es ja so, die Sachen werden ja irgendwie nicht weniger, ne? Ja. Das ist einfach so. Okay, ich stelle mir das mal darüber. Und dann machen wir jetzt erstmal das, um was es eigentlich geht. Okay, was sollte es anders, was sollte jetzt auch anderes passieren, als wie, dass wir das Ganze natürlich distressen. Ich würde aber nur leicht Vintage-Foto drüber machen, glaube ich. Ich würde nur leicht Vintage-Foto nehmen. Da muss ich immer hier rübergreifen. Ich denke, das reicht. Gerade bei dem hier, weil das sehr weiß ist. Das passt zu den anderen irgendwie sonst so gar nicht. Gerade so am Rand, dass wir da einmal der ganzen Sache so ein bisschen Farbe geben. So, damit das auch wieder schön zusammen harmoniert, damit sich das irgendwo farblich trifft, kriegt natürlich der hier auch ein bisschen was ab. Und dann dürfen die hier gleich zusammen. Die kommen auf jeden Fall zusammen. Ich habe zwei Optionen für mich. Machen wir sofort. Ich distress das jetzt einmal alles erst. So, ich glaube, ich habe sie alle. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und wenn, dann können wir das ja noch nacharbeiten. Oh, da habe ich jetzt so einen großen Fussel. Das ist dann nicht so schön. Der kann gern mal rumschmieren. Dann, jetzt kommt noch hier ein Blatt. So, das legen wir zur Seite. Ja, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Einmal das hier, das sind so relativ kleine Breads. Die hoffentlich passen werden. Und ansonsten mit einem Band. Wobei ich bei so einem Band... Da habe ich auch extra geguckt. Ich liebe das, wenn das mit diesen Bändern dann ist. Aber Spitzenband wäre schöner. Wir gucken jetzt erstmal. Wir wuseln das Ganze mal zusammen. Mir wäre es, wie gesagt, damit am liebsten. Wir schauen mal, wo ist denn dein Gegenpater? So, die kann ich euch unten auch verlinken, die kleinen. So, passt ihr oder passt ihr nicht? Sie passen. Sehr cool. Das Grüne passt überhaupt nicht. Aber darum geht es ja gar nicht. Darum geht es ja gar nicht. So, und dann kann man das hin und her schwenken. Es sind ja eigentlich eher so Geschenkanhänger. Das darf man ja auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz kann man sie sehr, sehr gut nutzen, um... Ich nehme mal das hier. Ja gut, das passt jetzt da nicht. Also der, von der Farbe her passt das nicht. Wir machen, bauen die mal hier zusammen. Ich glaube, ich mache die alle damit. Ich finde das, glaube ich, am besten... Wir haben einen einzelnen gleich. Da wusste ich nicht, von der Farbe gefiel mir das einfach nicht. Yay! Weg ist er. Weg ist er. Der bleibt, ob er will oder nicht. Muss natürlich nicht diese Breads nehmen.
Es gab, glaube ich, auch im Action eine ganze Menge. Ich habe auch ein paar aus dem Action. Aber ich würde sagen, farblich fänd ich das ja einfach besser. Das kann man dann halt da nochmal zugeben, zu solchen kleinen Sachen. Und dann kann man sich da wirklich was Schönes zusammenwerkeln. Und diese hier hätte ich dann ganz gerne. Zeige ich euch gleich auch. Deswegen habe ich sehr darauf geachtet, dieses teegefärbte Papier und das hier. Wir hatten ja letztens. Das könnte hier ein bisschen knapp werden. Wir gucken auch hier. So. Na komm. Das Papier ist etwas dünner. Ich mache das hier schon mal vorher auseinander. Es ist aber auch so eine kleine fisselige Arbeit gerade. Wobei, das geht eigentlich noch. Da gibt es schlimmere Sachen. So, jetzt aber hier. So. Und jetzt guckt das da oben raus. Kriegen wir das irgendwie hin? Können wir abknipsen mit dem Seitenschneider. Das ist kein Thema. Das können wir gleich noch machen. So, nächster. Du hast. Wo ist da? Dein Gegner. Nee, dein Gegenpart ist das hier. Habe ich dich zweimal gestanzt? Kann doch gar nicht, oder? Liegt hier noch irgendwo was? Scheinbar, ne? Scheinbar habe ich da. Warte mal. Dich wollte ich hier hin. Du bist dann noch alleine. Du kommst hier zu und du kommst dann hier zu. So, okay. Das mache ich jetzt einmal noch dran, ne? Okay, da sind sie fertig. Ich hole euch gleich auf jeden Fall auch näher, natürlich, damit ich euch das zeigen kann, weil die sind ja doch ein bisschen kleiner. Ach so, das muss ich noch abknipsen. Der ist jetzt hier so ein bisschen alleine für sich. Hier würde ich am liebsten einfach nur ein weißes Garn dran geben, aber ich weiß gerade nicht, wo ich das hingeschmissen habe. Ich wollte es jetzt nicht suchen. Gebe ich zu, gebe ich zu. Die anderen finde ich so ganz cool. Die mag ich, glaube ich, ganz gerne. Hier bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Vielleicht wechsle ich das nochmal. Da gucke ich mal. Ansonsten würde er dann das mit dem weißen Garn bekommen. Das ist schon mal klar. Also, jetzt, was ich damit machen möchte. Und zwar, ich habe ja hier, ich verlinke euch dazu das Video auch ganz am Ende. Oder diese Videoreihe vielmehr. Wir hatten ja hier diese Tags gemacht. Und die sind ja noch nicht ausdekoriert, gar nichts. Und ich möchte die ganz gerne für diese Heftchen, ich zeige euch wenigstens eins nochmal, das hatten wir ja auch schon fertig gebunden und so. Da haben wir die Spitze dran gemacht und alles. Und ich finde, weil ich habe ja hier dieses Papier dafür, die passen auch, aber dass ich das Papier immer so ein bisschen wieder aufgreife in Kombination damit. Das war so mein Gedanke. Ich glaube, so finde ich es am besten dann. Da muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich auch noch ein paar, aber ich muss ja natürlich auch erstmal ein bisschen probieren. Und da ich die testen wollte mit euch, die Stanzen, dachte ich mir, mache ich das in der Kombination gleich. Und dann würde ich ganz gerne, je nachdem, zum Beispiel das nehmen. Das könnte man dann hier abkleben. Ja, doch, so würde ich es, wenn dann, abkleben. Den dann dazu. Ja, und dann hat man hier noch so ein kleines Element einfach, so ungefähr, also nicht ganz so farblich finde ich das jetzt nicht so passend. Da würde ich dann gucken, weil da habe ich ja dann noch, zeige ich euch dann auch so, wie gesagt, so mein Gedanke, ob ich das am Ende so umsetze, das ist dann immer noch mal was anderes. Wir haben ja hier also einiges mit dabei, wir könnten das zum Beispiel auch komplett austauschen, hier könnte ich dann ein Stück abschneiden. Dann würde ich das so hinsetzen. Beispielhaft jetzt einfach nur. Ne? Also, oder wir nehmen aus, das ist das hier, ne? Ja, nicht, dass ich das verwechsel. Das ist aus dem Heft. Da sind ja etliche Sachen drin, die ich dann dafür auch nutzen wollen würde. Dann könnten wir uns hier was Schönes rausschnibbeln. Warte mal. Das könnte man schön einfärben dann einfach. Das finde ich toll. Ne, wir machen jetzt hier nicht mit den Alben. Da zum Beispiel als Kombination damit. Ja, oder hier farblich passt das sehr schön, finde ich. Also ich würde es halt einfach nur kombinieren, indem ich ein Bild nehme und das dann da drauf gebe. Kann man aber auch, wie gesagt, als Anhängerchen fertig machen. Da hatte ich ja, oh, das ist was weggeflogen. Da hatte ich mir ja den hier schon mal zurechtgelegt. Ich nehme solche Sachen auch oft einfach, um dann zu gucken, könnte das passen oder nicht. So als, ja.
Schablone, mir fällt das richtige Wort jetzt gerade nicht ein, Schablone dafür sozusagen, um zu schauen, passt das oder nicht. Aber ich finde halt, das Papier passt schön mit den anderen Papieren zusammen. Ich habe jetzt hier überall, da hatten wir ja, hatte ich euch ja auch gefragt, lieber die Spitze mit dem weißen Bändchen. Die meisten haben gesagt, die Kombination, die hatte ich dann da drin, dann gefiel mir das dann auch nicht mehr und jetzt habe ich das nur so gemacht. Ja, jetzt habe ich nur die Spitze drin. Aber ich glaube, die Spitze, das gefällt mir ganz gut. Die sollen hier, wie gesagt, ich hatte erst gesagt, Sommeralbum, da muss ich auch noch dran. Ich habe schon angefangen mit dem Sommeralbum, aber dann muss ich ja erst die Seiten einmal gelb machen. Ich habe mich dafür die Farbe gelb entschieden. Es dauert einen Moment. Ich vergesse das dann auch immer. Ich bin aber auch. So, jetzt finde ich die Bilder. Ich räume das gleich zusammen. Lassen wir das mal. Ich räume das gleich anständig zusammen. Ich möchte nichts verknicken an der Stelle. Oder zerknicken, verknicken. Okay. Ja, das waren unsere Werke live für heute. Beziehungsweise ich habe erstmal geschaut und ich finde, das ist ganz schön. Ich mag das sehr gerne. Diese Kombi hier mit dem Papier und dem teegefärbten Papier gefällt mir am besten. Das hier finde ich auch sehr schön. Das ist ja dieses Serviettenpapier. Das mag ich auch sehr gerne. Also da müssen wir noch mal ran. Ich muss auch noch mal was mit Servietten machen. Ja, an der Stelle erstmal hole ich euch näher. So, und da seid ihr. Ich lege mal das mit dazu. Und dann lege ich da immer mal, ja, dass man das so ein bisschen wirkend sieht. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Sonst sieht das so klein aus einfach so. Einmal das. Dann habe ich dieses hier einmal, das war aus dem Good Morning Blog, glaube ich. Eigentlich müsste das sein vom Action. Und das hier ist das Vintage Paper, das hier ist Papier, also dieses hier, das ist vom Amazon. Das hier ist auch einfach nur gefärbtes Papier gewesen, teegefärbtes Action Papier wieder, teegefärbtes Papier. Dann haben wir hier einmal das Serviettenpapier und Vintage Papier. Ja, und hier habe ich dann halt einmal nochmal diese beiden Kombinationen. Wie gesagt, das muss ich noch abknipsen dann hier. Ah, das ist ja schnell gemacht. Und den einzelnen, der sieht dann so aus. Und ich finde, wenn man den, also mit so einem Bändchen dann dran und so, dann einfach irgendwo dazu gibt, ich denke, das ist eine sehr, sehr nette Sache. Sehr, sehr nette Sache. Es ist eine sehr schöne Sache. Es ist nicht nur nett, sondern sehr schön, wie ich finde. Und dann muss ich mir jetzt ein paar noch machen. Ja, und ansonsten war es das für heute, würde ich erstmal sagen. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.